Wer Wind sät, wird Sturm ernten. Das Netz hat für diese biblische Volksweisheit eine sehr einprägsame neue Formulierung gefunden. Wer sich öffentlich äußert, muss aufpassen, dass er keinen Shitstorm abbekommt. Ein Shitstorm ist eine Empörungswelle, fast ein Empörungstsunami. Und dieser Shitstorm zeichnet sich vor allem dadurch aus, dass sich diese Empörungswelle immer mehr ablöst vom ursprünglichen Thema und immer mehr hingeht zu einer reinen Beschimpfung und Herabwürdigung desjenigen, den diese Shitstorm-Welle trifft. Besonders Unternehmen sind gefährdet. Die Firma Vodafone Ägypten beispielsweise wollte die sogenannte Facebook-Revolution werblich für sich ausschlachten. Sie produzierte einen TV-Spot mit Demobildern und dem Slogan „Unsere Macht“. Und das Volk zeigte seine Macht. Nur anders als erhofft. Aktivisten organisierten auf der Webseite I Hate Vodafone den kollektiven Vertragsbruch. Der TV-Clip wurde zum Anti-Werbespot. Wenn man etwas in die Öffentlichkeit hineingibt, dann kann das zu einem Shitstorm werden. Und zwar vor allem dann, wenn dieses Thema sich extrem vereinfacht darstellen lässt. Gut, böse. Für Zensur, gegen Zensur. Der Autor und Medienberater Sascha Lobo spricht aus Erfahrung. 2009 wurde er selbst Opfer eines Shitstorms. Als er sich von Vodafone als Maskottchen für eine Kampagne engagieren ließ, braute sich innerhalb von Tagen ein Empörungsorkan über ihn zusammen. Der Mensch Lobo überlebte, die Werbefigur Lobo nicht. Doch wie geht man mit dieser neuen Art von Gegenwind um? Die Social-Media-Managerin Theresa Brückner berät die SPD in diesen Dingen. Politiker sind ja schon einiges gewöhnt. Für Leute, die vielleicht gerade erst anfangen, in der Politik zu arbeiten, ist das vielleicht mal ein bisschen härter. Aber man muss ja nicht auf jeden Kommentar was geben. Denn auf der Straße verflüchtigt sich das leichtfertig dahergesagte Schimpfwort. Im Netz vermengen sich die Spontanität und der saloppe Ton des gesprochenen Wortes mit der Dauerhaftigkeit der Schriftsprache. Die Betroffenen reagieren empört, beleidigen zurück oder drohen mit dem Anwalt. Alles falsch, glaubt die Expertin. Also ich würde mir einen Shitstorm angucken und wahrscheinlich laufen lassen, gerade wenn sie eher lustig sind, sich vielleicht über ein naives Statement von einem Politiker lustig machen und das so ein bisschen vorantreiben und ihn ins Lächerliche ziehen. Weil wenn man da reingrätscht, dann macht man sich vielleicht eher noch weiter lächerlich. Jedenfalls sollten Politiker und Unternehmen die Wetterkarte stets beobachten. Denn wenn sich ein Sturm vom lokalen Netzereignis zum Orkan aufschaukelt, drohen schwere Schäden. Im Zweifel genügt ein gut vernetzter Journalist oder Blogger, der auf ein Thema aufspringt. Und die Netzempörung wird ein Fall für die breite Öffentlichkeit. Dann kann ein Shitstorm sogar zum Druckmittel werden. Das Thema Netzsperren 2009 ist ein sehr schönes Beispiel. Da hat dieser Shitstorm zuerst dazu geführt, dass sehr viele Leute teilgenommen haben an der Bundestagspetition zu diesem Thema. Und zum Zweiten, dass tatsächlich die Gesetzgebung verändert und gekippt worden ist. Der sturmerprobte Lobo meint, Politiker und Unternehmen sollten einerseits ihre persönliche Schwelle für Beleidigtsein heraufsetzen, andererseits jedoch genau zuhören, was die Empörten meinen. Ein Shitstorm kann dazu beitragen, eine gewisse Sensibilisierung zu schaffen für Themen, die vorher als relativ egal betrachtet worden sind. Wer heute Botschaften an die Öffentlichkeit sendet, muss mit dem Sturm, den er damit vielleicht sät, leben können. Besonders dann, wenn er anderen Menschen auf die Füße tritt. Elektrischer Reporter.